das Volk. Und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins hier bei Explorer EP. Und ja, der Kollege hält seine Rede da. Wir sind in Krokodilopolis. Immer noch. Beziehungsweise letzte Folge eigentlich angekommen hier im Süden. Da haben wir das noch nicht erledigt. Okay, wir müssen hier noch alles machen. Wir machen aber in der Folge jetzt erstmal die Daily nochmal, die Daily Quest. Und wohin schickt er uns? Er redet manchmal mit uns. Achso, wir sollen nur Leder übergeben. Gut gemacht, Medjay. Okay. Das ist für dich. Wie versprochen. Danke. Oh, das Bündnis? Gib den Weg frei! Was? Schwertfisch. Legendäres, einfaches Schwert. Verflucht. Ausbalancierte Waffe. Andere Optionen waren Zepterfisch, Schlafheilfisch und Langbogenfisch. Aber die waren gerade nicht auf Lager. Ernsthaft? Ich soll mir jetzt ein Fischen hier... Nein. Nein. Wir schauen mal weiter. Wir haben hier unten das Marinearsenal einzunehmen. Und das Maul Sobeks. Dann würde ich gerne erstmal in die Richtung gehen. Das ist eine neue Aufnahmesession. Ich muss erst wieder ins Spiel reinkommen, in die Steuerung etc. pp. Und da jetzt direkt ein Lager überfallen ist... Zumindest für meinen Fall kontraproduktiv. Wo ich glaube... Halt! Bleib stehen! Warum? Bitte? Dieser Ort wird schwer bewacht. Ja. Hey! Danke. Nein. Zwei Schätze. Okay. Bei ihm da unten. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Nein, nicht wirklich, mein Freund. Nicht wirklich. Hinter uns ist was. Achso, er hat auch noch was fallen lassen. Kommt er da unten nochmal raus? Ich da noch aus. Giftfallen? Was? Nein, alles gut. Hey, was? Was? Komm, komm. Den schlitze ich auf! Dafür schlag ich sie tot! Jetzt kommen sie alle. Trifft nicht, wa? Warte, ich komme runter und dann komme ich hoch zu dir, wenn es geht. Verfluchter Affe! So entkommst du mir nicht! Können wir mal eben. Danke. Das Schwert soll ich gegen einen Schwertfisch tauschen? Nein! Never ever. So. Was? Da ist er. Erledigt. Und wir haben eine Nebenquest. Das Maul Sobeks. Das da drüben. Ja? Wieso? Achso. Ich weiß, rechts von uns, aber ich hab's eilig. Hallöchen. Hier sind wir wohl wieder im Armenviertel. Im Armenviertel. Wieso? Läuft er nicht? Jetzt läuft er. Warum? Da sammelt sich Blut an der Tür. Was? Ja, gucken wir doch mal. Ja. Abgeschlachtete Sobeks in Krokodilopolis.
Götter, eine illegale Gerberei. Okay, untersuche das Gebiet. Einfach aufgehängt wie Lumpen. Natürlich ist hier alles abgeriegelt, um den Mord an Göttern zu vertuschen. Die Mumien sind voll mit Gold und Wertgegenständen. Wohin bringt man sie? Da sind Frachtzeichen angebracht. Diese Mumien sind geschludert. Das ist die übelste Blasphemie. Geschludert. Okay, uns fehlt aber noch ein Punkt. Alter. Das ist eine Menge Gold. Jemand zieht großen Gewinn aus diesem Sakrileg. Krokodile werden getötet und mumifiziert. Die Arbeit ist schluderig und achtlos. Ein unvorstellbares Sakrileg. Die Mumien werden als Münzsäcke missbraucht und gestapelt wie Kisten. Sie verwenden die Leiber ermordeter Götter zum Schmuggeln. Amun, der Gestank allein dreht mir den Magen um. Wer das tut, verdient den Tod. Wie kann so etwas in Ägypten geschehen? Bei den Göttern. Das muss aufhören. Ich muss herausfinden, wohin man die Mumien verschifft. Diese Gerberei muss einen Kai in der Nähe haben. Okay, Bayek, dann gehen wir gucken. In der Nähe, hat er gesagt. So wie immer. Ich will das nicht tun. Aber da hat einer Ärger. Du steckst deine Nase in fremde Angelegenheiten, Priester. Du weißt, das ist falsch. Sorex Kinder zu töten, ihre Leiber mit unreinem Gold zu füllen. Wer befiehlt dieses Blutvergießen und sagt dir? Da bist du ja. Ja. Das war ein Spaß. Alter. Verdammt! Du Schwachkopf, komm da raus jetzt! So! Und nochmal die Nase durchtrennt. Wer braucht jetzt Hilfe? Er braucht Hilfe? Drücke R. Jesse! Mahanehet! Wait, Amunur hast du! Danke, Magi. Mein Leben ist verschont. Doch so viel Gutes ist schon tot. Ich sah die Gerberei und die Mumien. Ich weiß, was sie Sobeks Kindern antun. Du hast es auch gesehen? Du, Sobek, es ist unbegreiflich. Ich bin Padiaset. Ich diene im Tempel südlich der Stadt. Vergib mir. Ich muss zurück und um Führung bitten. Das wird mehr als ein Gebet brauchen, Priester. Wir müssen handeln. Die Mumien trugen Markierungen. Ich glaube, sie werden verschifft. Verschifft? Der Kult hat eine Triere. Sie folgt den Handelsrouten südlich der Stadt. Tu, was du tun musst, Magi. Ich bete für dich. Aber bitte riskiere kein weiteres Blutvergießen. Das kann man natürlich nicht verschwinden. Es wird so oder so Blut fließen. Ja. Ich suche das Ladungsverzeichnis des Schiffes. So finde ich raus, wohin sie unterwegs sind. 400 Meter... Wo soll ich denn jetzt schon Senjo rufen? Geh mal mit, das, Super. Okay. Aber hier war doch ein Bötchen, oder nicht? Ja. Dann gehen wir den mal einen Besuch abstatten. Das Schiff folgt den Handelsrouten südlich von Krokodilopolis.
so. Du da, was? Hey, was? Was? Du Land! Da! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Er klettert! Hol sie da runter! Ja, komm, weg in die Da bist Nein, du ja. Versuch ich hab das Ziel in Sicht. Angriff! So. Warte, ich komm, warte. Und tschüss. Gut. So, Instruktionen. Diese Fracht soll zum Lager einer gestrandeten Triere geliefert werden. Lagert sie bis auf weiteres im Zelt des Kapitäns, öffnet oder bewegt das Paket nicht ohne Erlaubnis. Ihr erhaltet die Bezahlung nur, wenn diese Regeln eingehalten werden. Das Ladungsverzeichnis. Die Fracht ist unterwegs zum Lager an der gestrandeten Triere im Westen. Was haben Sobek-Priester mit Soldaten zu schaffen? Ich muss in dieses Lager und mehr herausfinden. Ganz oft. Wieso ist die Welt... Hä? Okay, wir sind am Rande der Welt. Oh Gott, was kommt denn hier noch alles? Nein, ich will ja nochmal eben... Kann man... Achso, wir konnten nur mit den Pfeiltasten... Okay, ja, okay. Okay. Sonst ist hier nichts. Gut, hier soll man hin. Kann man da hinreisen? Kann man nicht? Okay, aber hier haben wir noch ein Fragezeichen. Und hinter uns ist auch noch ein Fragezeichen. Dann machen wir das. Und unser Bildchen ist hoffentlich nicht untergegangen. Bildchen? Nein. Schade, dass wir die große Schaluppe nicht unter Beschlag nehmen können. So, 287 Meter ist jetzt nicht die Welt. So, dann gehen wir Gummischummi. Wenn das jetzt hier eine neue Quest ist, dann nehmen wir die an und folgen dann der alten Quest erstmal. Guck mal, jetzt ist er ganz schnell aufs Boot, oder? Ist das possible? Ich glaube, hier gibt's Stress. Neue Stelle, okay. Was? Und wo gehen wir jetzt am besten rein? Egal, wir probieren es einfach. Und wo wird es schon reingehen? Was ist das? Hey! Ja? Was du wollen? Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Mhm. Vorsehen oder umsehen? In die Putt. Okay. Er hat uns angepullert. So, hier war noch einer. Dicker. Da oben war einer. Die Frage, wenn wir jetzt hier hochklettern, sehen wir, ist das besser? Es ist die Frage, klettert aber dann schon.
So. Und zwar hier keine. Wo soll hier Loot sein? In das Zelt. Ist schon tot umgekippt hier? Ja, oder liegt er schon? Pfeile, Pfeile, Pfeile. Okay, wir müssen hier ins Zelt rein. Wie kommen wir jetzt an ihn ran? Steht. Okay. Interessiert ihn nicht. Okay. Was ist das denn? Dein Tod. Was? Wo? Wer? Danke. Die Götter segnen dich. Nein. Wer? Boy. Haben wir einen Attentäter befreit? So mach ich, mein Freund. Zumindest nicht mit dem Explorer. Joe. Auch noch was zum Looten. Plup, plup, plup. Pfeile würde ich gerne auffüllen. Oh, hier ist doch noch Kram. Wo waren die denn? Hier waren noch Pfeile, oder? Da. So, und wir sollten jetzt... Da sollten wir hin, ne? Das Maul Sobex. Das ist die Frage. Wir müssten hier rumreiten. Ja, pass auf, dann machen wir es so. Dann machen wir jetzt Folgenende und ich reite schon mal so quasi in die Richtung und auf halbem Wege melde ich mich dann zurück. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.